Wer hätte das je gedacht? Unsere persönlichen Freiheiten hängen im Jahre 2021 von einer Impfung ab. Wer sich gegen Corona pieksen lässt, der darf ein, naja, normaleres Leben führen als die Menschen, die das nicht möchten. Und ich kenne tatsächlich fast nur Leute, die sich genau deshalb impfen lassen. Nicht aus Angst vor dem Virus, sondern aus Angst, nicht mehr reisen zu dürfen oder aus Angst um den Arbeitsplatz. Der Druck ist enorm, bald auch auf Kinder. Worüber die Politik allerdings nicht so gerne redet, alle Impfstoffe sind nur bedingt zugelassen. Für ein Jahr, weil die Langzeitstudien fehlen. Die finden quasi jetzt statt. Und da macht es natürlich Sinn, mal zu schauen, was dabei rauskommt. Das bespreche ich mit einem Gast, der sich wie kaum ein anderer in dieses Thema reinkniet und von allen Seiten beleuchtet. Jetzt den Punkt Preradovic. Das Gespräch mit dem Wissenschaftsjournalisten Dr. Peter F. Meyer seht ihr auf meinem Kanal bei Odyssee oder auf meiner Website punkt-preradovic.com oder auf meinem Telegram-Kanal punkt-preradovic das Original. Wie ihr da hinkommt, das seht ihr unter dem Video bei Handy und Tablet auf den Pfeil rechts unter dem Video gehen. Und gerne auch hier kommentieren, das macht das Video sichtbarer. Bis gleich.